Sehr geehrter Herr Staatssekretär Lange, lieber Herr Siegele, lieber Herr Professor Borchardt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung darf ich Sie zu diesem heutigen Fachtag sehr herzlich begrüßen. Warum bedarf es der Prävention? Als Bundeszentrale für politische Bildung verwenden wir natürlich hier lieber den Terminus, warum bedarf es der politischen Bildung zu Antisemitismus in deutschen Strafanstalten? Die Antwort ist zunächst natürlich simpel. Antisemitismus erstarkt wieder. Es zieht immer wieder auch junge Menschen in seinen Bann. Der bereits mehrfach erwähnte Anschlag auf Halle oder auch der Überfall auf einen jüdischen Studenten vor einer Hamburger Synagoge vor gut einem Monat sind nur Beispiele, wenige Beispiele einer traurigen Bilanz. Es zeigt sich, dass Deutschland 2019 wurden 2032 antisemitische Straftaten erfasst, trotz jahrelanger Aufarbeitung vor antisemitisch motivierter Gewalt nicht gefeit ist. Antisemitismus als eine Ideologie der Ungleichwertigkeit ist an allen Orten und Gesellschaften vorzufinden, auch in Gefängnissen. An diesem besonderen Ort verdichten sich gesamtgesellschaftliche Verwerfungen und gerade in einer Zeit, wo demokratiefeindliche Äußerungen und Haltungen vermehrt auftreten, bedarf es der politischen Bildung und der Arbeit an der Demokratie an sich. Politische Bildung kann dazu beitragen, Handlungskompetenzen zu stärken, eigene Urteile zu bilden und sollte auf dem Weg zur Mündigkeit ein ständiger Begleiter sein. Politische Bildung in Strafanstalten ist uns auch deswegen wichtig, weil Gefängnisse Teile unserer Gesellschaft sind. Hier haben wir es mit den Schwächsten und Marginalisierten unserer Gesellschaft zu tun, die selbstverständlich ebenfalls ein Recht auf Bildung, auf politische Bildung haben. Daher ist es uns als Bundeszentrale für politische Bildung sehr daran gelegen, das Handlungsfeld Strafvollzug zu erschließen und mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Dies war auch der Grund dafür, weshalb wir die Studie Politische Bildung im Jugendstrafvollzug initiiert haben und zu deren Realisierung wir starke Partner wie das Anne-Frank-Zentrum und die Hochschule Merseburg gewinnen konnten. Umgesetzt wurde das Forschungsprojekt 2018 und 2019 durch ein Team der Hochschule Merseburg unter der Leitung von Professor Borchardt. Ihm und Herrn Siegele und deren Teams an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für die ausgesprochen konstruktive Zusammenarbeit. Durch diese Studie sollte ein klares Bild entstehen, welche konkreten Angebote es für Inhaftierte in Deutschland gibt, welche Bedarfe und Leerstellen und welche Themen bislang zu wenig Aufmerksamkeit erfahren. Genauso sollte ermittelt werden, worin die Herausforderungen und Chancen einer pädagogisch-bildnerischen Arbeit gerade mit jungen Menschen in Haft bestehen. Erstmals wurden bundesweit empirische Daten erhoben. Fast alle Bundesländer, nämlich 14, haben mitgebracht. Über 750 inhaftierte Jugendliche wurden befragt. Eine weitere Erkenntnis, die natürlich in der Bildungsarbeit berücksichtigt werden muss, ist das Verständnis für politische Bildung von Strafgefangenen. Sie definieren politische Bildung mehrheitlich über die Kenntnis des aktuellen politischen Geschehens sowie über Wissen, das sich auf das politische System bezieht. Aber wie wir wissen, politische Bildung kann viel mehr. Die Aneignung von Hintergrundwissen zu komplexen politischen Ereignissen wie etwa dem Nahostkonflikt, dem syrischen Bürgerkrieg, Verschwörungstheorien und Fragen des Asylrechts, aber auch zu Antisemitismus sind immer wieder genannt worden. Mitarbeiter der Strafanstalten wünschen sich ausdrücklich spezielle Fortbildungen zu Islamismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Es ergibt sich also ein ausgesprochener Bedarf an politischer Bildung. Mehr lebensweltbezogene Angebote sind empfohlen worden. Unser Haus hat aus den Ergebnissen praktische Konsequenzen gezogen und im Sommer dieses Jahres eine bundesweite Ausschreibung angestoßen. Dies stieß auf eine sehr gute Resonanz. 8 Projekte sind ausgewählt worden. Und 2020 und 2021 werden in verschiedenen Jugendstrafanstalten Bremen, Nordrhein-Westfalen,
Baden-Württemberg, Sachsen und Rheinland-Pfalz Bildungsprojekte, politische Bildungsprojekte durchgeführt. Die Formate sind vielfältig, sie reichen von Comics, Rollenspielen, Podcasts bis hin zu Workshops und Rapmusik. Drei der ausgewählten Projekte erfahren noch eine besondere Aufmerksamkeit, da sie aufgenommen worden sind, ein großes Forschungsvorhaben, Preval genannt. Hier werden sie während ihrer Zeit evaluativ begleitet. Preval ist ein Forschungsprojekt, Pilotstudien, exemplarische Evaluationsdesigns für Projekte in der Extremismusprävention entwickelt. Das Projekt wird vom Bundesinnenministerium gefördert und von einem breiten Forschungskreis getragen. Die wir in der Studie politische Bildung im Jugendstrafvollzug gewonnen haben, weiter ausbauen, Netzwerkarbeit betreiben und weiterhin mit den bereits genannten Partnern eng zusammenarbeiten. Es freut uns daher ganz besonders, dass das Bundesjustizministerium in diesem Feld tätig geworden ist und eine thematische Vertiefung ermöglicht hat, studienmäßig. Die heutigen Ergebnisse werden vorgestellt und natürlich den Fachtag heute realisiert. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Lassen Sie mich nun zum Abschluss noch einmal eine Buchempfehlung aussprechen, denn die Langfassung der Studie politische Bildung im Jugendstrafvollzug ist jetzt in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung seit Montag erhältlich. Mit diesem Angebot wollen wir die Ergebnisse und die Handlungsempfehlungen breiter streuen. Nutzen Sie unser Online-Angebot für die eigene Bestellung. Ich darf nun an dieser Stelle Ihnen anregende Impulse, anregende Gespräche wünschen und ich hoffe, dass Sie mit einem großen Mehrwert den heutigen Tag wieder verlassen werden. Also viel Freude beim Entdecken neuer Erkenntnisse und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.